In diesem Video schauen wir uns die Möglichkeiten zur Textformatierung mit der Editorleiste an. Insbesondere die Absatzformatierung, Zeichenformatierung, Listenformatierung und das Einfügen von Sonderzeichen. Die meisten Wiki-Seiten haben gemeinsam, dass sie über Absätze und Überschriften strukturiert werden. Wir befinden uns im visuellen Bearbeitungsmodus. Wie in einem Textverarbeitungsprogramm wählen Sie hier konsequent die verschiedenen Überschriftsebenen aus. Also zuerst immer eine Hauptüberschrift, dann eine Unterüberschrift 1. Wenn Ihre Wiki-Seite 3 oder mehr Hauptüberschriften hat, wird im Ansichtsmodus automatisch ein Inhaltsverzeichnis angezeigt. Wenn Sie weniger Überschriften haben, können Sie das Inhaltsverzeichnis über den Editor manuell aktivieren. Hierzu gehen wir im Optionsmenü auf Seiteneinstellungen und setzen Inhaltsverzeichnisanzeigen auf Immer. Entsprechend können Sie das Inhaltsverzeichnis auch manuell ausblenden. Eine weitere Absatzformatierung ist vorformatierter Text. Der Text wird hier standardmäßig umrahmt und in einer nicht proportionalen Schriftart angezeigt. Oder die Zitatformatierung. Auch hier wird der Text vom übrigen Fließtext hervorgehoben. Alle Absatzformatierungen können Sie leicht über die Tastenkürzel STRG plus Ziffern 0 bis 8 anwenden. Beachten Sie hier nur, dass die Hauptüberschrift mit STRG plus 2 eingefügt wird und nicht mit STRG plus 1, da Sie sonst einen zweiten Seitentitel erzeugen. Dieser wird aber vom Wiki automatisch im Titelbereich der Seite eingefügt. Über die Zeichenformatierung können Sie einzelne Textabschnitte formatieren. Wie Sie sehen, ist die Textfarbe hier nicht aktiv. Diese wird nämlich erst dann verfügbar, wenn Sie den Text vorab markiert haben. Dann wird die Farbauswahl direkt am Text angezeigt. Da hier die Farbe etwas hell ist, formatiere ich den Text noch etwas größer und in Fettdruck. Andere Zeichenformatierungen kann ich bereits vor der Texteingabe auswählen, zum Beispiel Kursivschrift. Um die Kursivschrift wieder auszuschalten, klicke ich erneut auf Kursiv oder gebe das Tastaturkürzel STRG plus I ein. Die Formatierung kann ich rückgängig machen, indem ich die gleiche Tastenkombination noch einmal drücke oder, wenn ich mehrere Formatierungen gleichzeitig aufheben möchte, Gestaltung entfernen. Ich kann meine letzten Änderungen auch über die entsprechenden Menüpunkte im Editor rückgängig machen oder die Änderungen wiederherstellen. Praktisch sind natürlich auch Listen. Ich wähle Text aus und formatiere diesen als ungeordnete Liste. Um Listenpunkte einzurücken, benutze ich einfach die Tabulator-Taste. Über Shift und Tabulator kann ich einzelne Listenpunkte wieder ausrücken. Nummerierte Listen sind standardmäßig nur als flache Listen gedacht. Wenn ich hier eine Einrückung mache, wird mir also keine neue Aufzählungsebene generiert. Wenn Ihnen das wichtig ist, wenden Sie sich an Ihren Wiki-Administrator, der das Format Ihren Bedürfnissen anpassen kann. Wenn Sie Schriftzeichen benötigen, die nicht auf Ihrer Tastatur sind, fügen Sie diese als Sonderzeichen ein. Über den Menüpunkt Sprache kann ich einen Textabschnitt markieren, wenn dieser sich von der allgemeinen Seitensprache unterscheidet. Dies hat standardmäßig keine Auswirkung auf die Textformatierung im Ansichtsmodus. Im Quelltext der Seite wird der Text allerdings entsprechend markiert. Damit können Computerprogramme diese Textstellen entsprechend auswerten. Falls Sie ein Symbol benötigen, das hier nicht aufgeführt ist, können Sie dieses auch selbst als sogenannte HTML-Entität im Quelltext eingeben.
nehmen wir das Copyright-Zeichen. Hier gebe ich nun an der gewünschten Stelle den Code für das Copyright-Zeichen ein. Übrigens kann ich die Editorleiste auch im Quelltextmodus benutzen. Wenn ich hier Text als fettgedruckt formatiere, wird mir das nun in der sogenannten Wikitext-Formatierung angezeigt. Mehr Info zu Wikitext finden Sie auf dem BlueSpice Helpdesk unter dem Suchbegriff Wikitext. Zurück zur visuellen Bearbeitung. Hier sehen wir das Copyright-Zeichen. Wenn Sie zwischen Quelltext und visuellem Modus hin und her wechseln, können Sie Ihre letzten Bearbeitungen übrigens nicht mehr rückgängig machen. Auch Überschriften kann ich formatieren, indem ich den entsprechenden Wikitext im visuellen Bearbeitungsmodus eingebe. Zwei Ist-Gleichzeichen ergeben eine Hauptüberschrift. Ich möchte noch kurz auf einige Formatierungsoptionen eingehen, die sich im Menüpunkt Einfügen befinden, nämlich Codeblock und Einzelnachweis. Einen Codeblock können Sie einfügen, um sicherzustellen, dass die bei Computersprachen verwendeten Sonderzeichen richtig dargestellt werden. Fügen Sie den Code ein und geben Sie die Codesprache an. Der von Ihnen eingegebene Text sieht aus wie vorformatierter Text, ist aber durch ein anderes Tag, nämlich Syntax Highlight, eingebunden. Wenn Sie die ersten Zeichen dieses Tags im visuellen Edit-Modus manuell eingeben, öffnet sich der entsprechende Dialog automatisch. Gleiches gilt, wenn Sie eine Fußnote erstellen möchten. Das nötige Dialogfenster können Sie über den Editor öffnen oder manuell, indem Sie das Tag namens ref selbst eintippen. Der Text, den Sie hier eingeben, wird nach dem Speichern der Seite als Fußnotentext am Ende der Seite angezeigt. In anderen Fällen werden Tags und Wikitext im visuellen Bearbeitungsmodus nicht umgewandelt. Wenn ich hier manuell das Tag Code eingebe, wird es beim Speichern nicht umgewandelt, sondern wörtlich interpretiert. In diesem Fall wird der Text im Quelltext automatisch mit einem NoWiki-Tag versehen. Dieses Tag verhindert, dass die Formatierung ausgeführt wird. Ich kann das NoWiki-Tag im Quelltext entfernen. In der visuellen Bearbeitung sehe ich, wie nun der Text im Textfluss als Code formatiert wird. Natürlich kann der Editor neben der Text- und Absatzformatierung noch einiges mehr. In weiteren Videos erfahren Sie alles über das Arbeiten mit Links sowie über das Einfügen von Spezialinhalten und das Anpassen von Seiteneinstellungen.